Ich hoffe, es hören die mich alle. Ja, das ist ein ganz berühmtes Bild, weil das war eine parlamentarische Delegation, die im Jahr 1913 zur Chamanna Kluza gelaufen ist, um zu schauen, ob das Gebiet geeignet wäre, um einen Nationalpark zu gründen. Und da sind also etliche National- und Ständeräte dabei, aber nicht nur das, sogar ein Bundesrat, nämlich er da. Kann ich sagen, mit dem Hut, weil einen Hut haben alle ja. Und zwar ist das der Felix Kalonder, der zweite Bündner Bundesrat, den es gegeben hat. Und er hat sich da an vorderster Front eingesetzt für die Gründung des Nationalparks. Und das ist noch speziell. Ich meine, heute würde man vielleicht denken, ja, wenn ein Nationalpark gegründet werden sollte, dann wären es in erster Linie die Linken oder die Grünen oder beide miteinander, die das wetten. Aber damals ist es interessanterweise ein bürgerliches Anliegen gewesen. Und das Hauptstichwort war auch immer Heimat. Also man hat da wirklich ein Stück Heimat erhalten, weil man doch in dieser Zeit Angst hatte, dass mit dem stark zunehmenden Tourismus, denken Sie an all die grossen Hotels, die in dieser Zeit gebaut worden sind, in Davos, in St. Moritz und in Tarasch-Fulpeira, hat man natürlich Angst gehabt, dass die Natur da unter die Räder kommt und dass am Schluss praktisch auf jedem Berg auf eine Seilbahn gebaut wird. Die Herren sind im Juni da und es hat also Katzen gehagelt, es hat geschneit wie wahnsinnig an dem Tag, aber das scheint kein negatives Omen gewesen zu sein. Sie sind dann zurück auf Bern und haben sich mit Vehemenz dafür eingesetzt, dass der Park kann gegründet werden. Und es gibt so ein wunderbares Dokument, das amtliche stereografische Bulletin vom 27. März 1914, vormittags 8:15 Uhr, wo dann tatsächlich der Nationalrat den Bundesbeschluss betreffend Errichtung eines schweizerischen Nationalparks im Unterengadin gut geheissen hat. Und das ist dann der Startschuss gewesen, damit der Park offiziell am 1. August 1914, ein paar wenige Tage vor Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, hat können gegründet werden. Da braucht es natürlich immer Leute hinten dran auch. Ich muss vielleicht nochmal zurück zu dem Bild, ich habe jemanden vergessen vorzustellen, nämlich da hinten der Paul Sarrazin. Da klingelt vielleicht etwas bei Ihnen, Sarrazin, ja genau, die Bankerdynastie von Basel. Der Paul Sarrazin hat sich, ja, er ist ein bisschen weggegangen von der Familienlinie, er hat Naturwissenschaften studiert und nicht Ökonomie. Und er war einer, der sich an vorderster Front eingesetzt hat für die Gründung des Nationalparks. Und zwar die Organisation, in der er da involviert war, war die Naturforschende Gesellschaft. Und er hat dort tüchtig Werbung gemacht für das Anliegen. Ein anderer, der auch in Basel gelandet ist und der auch in Kontakt gekommen ist mit der Naturforschenden Gesellschaft, war der Stefan Brunies, ein Einheimischer von Sinuschel. Das ist der Ort, wo niemand aussprechen kann in der Schweiz, zwischen Tschampf und Zernetz. Er war Sohn von einem Goldgräber, der sein Glück gesucht hat in Nordamerika und gefunden hat, zurückgekommen ist und mit seinem Geld auch können seinen Sohn Chicago Biologie studieren. Er ist dann Biologielehrer geworden, ist auf Basel gegangen und hat dann dem Sarrazin gesagt, ja du, ich wüsste schon, wo man so einen Nationalpark könnte gründen. Und er hat dann das Offenpassgebiet vorgeschlagen und das ist dann tatsächlich später auch das Zentrum geworden vom Nationalpark. Man muss sich einfach vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Wir haben da in der Mitte den kleinen roten Fleck, das ist der Schweizerische Nationalpark. Und alle die farbigen Flecken rundum in den Alpen, nämlich alle die Schutzgebiete, die wir heute haben, alle die Nationalparks, Regionalparks, Biosphärenreservate, die hat es alle noch nicht gegeben. Also das ist das absolut allererste Schutzgebiet gewesen in den ganzen Alpen. Und das ist sicher eine revolutionäre Leistung von unserem Land auch gewesen. Weniger revolutionär ist, dass es immer noch der einzige Nationalpark ist. Vielleicht noch für die, die es nicht kennen, kurz, wo der Nationalpark sich befindet. Sie haben hier, also schauen wir die Schweizer Karte an, es ist hier, ich sage immer, im wilden Osten von der Schweiz. Und sie haben hier Zernetz, das ist jetzt hier, wo ich gerade stehe, im Schloss Planta-Wildenberg, wo unsere Verwaltungssitz ist. Und der Nationalpark erstreckt sich da bis an die Landesgrenze, da hinten wäre Livigno. Und da hat es auch einen Nationalpark, ein italienischer Nationalpark, nämlich der Parco dello Stelvio.
Also wir sind da Grenzen an Grenzen. Das ganze Gebiet ist 170 Quadratkilometer groß. Das entspricht in etwa am Fürstentum Liechtenstein. Und da hinten wäre dann das Münstertal mit dem Ofenpass, der da drüber hineinführt. Jetzt vielleicht zu meinem Buch. Ich gehe jetzt hier nochmal schnell raus. Jetzt sollten Sie mich wieder sehen, jawohl. Also das ist das Buch, das ich durfte rausgeben. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht geplant, ein Buch zu produzieren, aber der Verlag ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, sie möchten unbedingt wieder einmal ein neues Werk machen zum Schweizerischen Nationalpark. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, eigentlich habe ich jetzt 60'000 Bilder gemacht in den 25 Jahren, die ich da geschafft habe. Und die könnte jetzt eigentlich auch mal einem Publikum zugänglich machen. Ich bin dann einmal schauen, was es schon gegeben hat. Und das allererste Buch über den Schweizerischen Nationalpark, das war das hier gewesen. Das war das erste Buch, das Stefan Brunies herausgegeben hat. Das ist eben der, den ich vorher erwähnt habe, aus der Region. Er hat das Buch 1914 herausgegeben, also im Gründungsjahr. Und da hat es sehr viele Informationen, auch in alter Schrift drin. Und ich habe gedacht, ja nein, ich will eigentlich nicht ein Buch machen mit so vielen Buchstaben, sondern ich will etwas fürs Herz machen. Und das allererste, was ich beim Verlag gewünscht habe, ist, dass das Buch darf im Breitformat herkommen, im Panoramaformat, damit Landschaft dann eben wirklich auch wirken kann, weil halt einfach die Dimension dann eine andere ist. Und das Vorbild ist mir eigentlich dann gewesen, es ist ein anderes Buch, das es auch schon mal gegeben hat in der Nationalparkgeschichte, nämlich das hier, das auch im Breitformat war und auch sehr stark auf Bilder gesetzt hat. Und ja, so habe ich das auch können umsetzen und ich habe sehr freut, dass das doch 300-seitige Werk jetzt da ist. Aber jetzt gehe ich wieder zurück in die Präsentation. Moment schnell, noch den richtigen Knopf drücken. Ja. Gut, jetzt sollten Sie wieder das Cover sehen. Jawohl. Ist das gut? So sieht es im Moment bei uns aus. Wir haben einen Winter wie noch nie. Und das ist auch gleichzeitig ein Bild aus dem Buch raus. Und ich schreibe da im Text, das Optische ist ein Teil, aber was natürlich auch ganz besonders ist, ist das Akustische. Wenn eine Landschaft so stark verschneit ist, dann kann man die Augen zumachen und man spürt förmlich und hört auch, dass man in einem total anderen Lebensraum ist. Und ich denke, es ist ein gewaltiges Wunder, dass die Lebewesen, die hier unterwegs sind, sich so anpassen können, dass sie so einen Winter, der doch bei uns etwa 6 Monate dauert, können überstehen. Auch das ist ein Ereignis, das diese Woche uns blüht. Wir haben ja am Freitag Vollmond. Das ist für mich immer ein spezieller Moment. Einerseits, weil ich dann miserabel schlafe im Vorfeld. Das heisst, dass ich dann gut kann, früh aufstehen, um solche Bilder machen. Aber natürlich auch, weil ich denke, der Mond ist etwas, was uns wahnsinnig fasziniert. Und wenn er dann gerade noch im Vordergrund so uralte Bäume hat, ist er noch umso schöner. Das ist ein Bild aus der Val Mingér, ein Tal in der Nähe von Schkuhl, wo auch bereits sehr früh zum Nationalpark dazugekommen ist. Und hinten dran der berühmte Piz Plavna da Daint, einer von diesen wunderschönen Bergen, wo auch in der Gründungszeit häufig fotografiert worden ist. Das ist ein Bild aus den 1920er Jahren, kurz nach der Gründung, zeigt hier die Val Mingér, der hinterste Teil, und auch wieder der Piz Plavna mit seinen markanten 2 Türmen, die er da hat. Und heute steht, also die Leute fragen uns dann ja immer, ja, was hat sich denn verändert in den über 100 Jahren im Nationalpark? Und ja, wir sagen dann immer, ein paar Bäume sind umgekehrt, zum Beispiel der. Also man kann die Fotos heute wieder machen, aber der Baum, die wunderschöne alte Arve, die steht nicht mehr da. Ob sie die gebraucht haben, um die Bretter herzustellen da von meinem Büro, das ist mir nicht bekannt. Aber auf jeden Fall liegt der Baum heute, steht der Baum heute nicht mehr. Das ist eine Impression aus dem Ofenpassgebiet. Das ist der Furnbach.
Ofenpass heisst der Pass, weil früher da Öfen gestanden sind, nämlich Schmelzöfen, zum Eisen gewinnen, wo in diesen Gebieten abgebaut worden ist. Und heute sieht das so aus, als wäre da noch nie ein Mensch durchgegangen. Aber wenn man in den historischen Unterlagen schaut, dann findet man, dass da eine in diesem Bereich eine riesige Schmiede gestanden ist, wo die Bergleute jeweils vorbeigegangen sind am Morgen und ihre frisch geschärften Werkzeuge können abholen. Also man sieht, das Ganze war früher einmal fast eine Industrielandschaft gewesen. Man hat da sehr viel Erz abgebaut und hat natürlich das Holz gebraucht, um die Schmelzöfen können zu betreiben. Und entsprechend ist auch viel Kahlschlag betrieben worden. Also viele Leute meinen, der Nationalpark war seit eh und je ein Wildnisgebiet gewesen. Das ist natürlich falsch. Früher war das ganz anders gewesen. Er ist erst seit 1914 komplett geschützt. Das ist auch das Bemerkenswerte. Er ist absolut geschützt vor jeglichen menschlichen Eingriff. Das heisst, man darf keine Jagd betreiben, man darf keine Bäume fällen, man darf keine Wiese mähen. Man überlässt die Natur komplett sich selber. Das ist ein Bild aus der Waldrup Tschun. Die kennen vielleicht viele von Ihnen, die vielleicht schon mal im Nationalpark waren. Das ist einerseits das Gebiet, das am meisten Besucher hat. Letztes Jahr waren das fast 40'000 Leute. Und dann fragt man sich natürlich, warum die Leute hierher gehen. Und eben die Insider wissen, das ist ein Ort, wo es sehr viele Tiere hat, sehr viele Huftiere. Wir haben da hinten im Sommer etwa 500 Rothirsche, die sich hier aufhalten und die von den Gästen gut beobachtet werden können. Und im Buch kann man natürlich dann herausfinden, ja, warum hat es denn so viele Tiere da hinten? Und dann merkt man, dass eigentlich Geologie, die Gesteine, die hier anstehen, die Schiefer und Kalk, dass die sehr fruchtbar sind. Weil die sehr fruchtbar sind, wachsen entsprechend viele Pflanzen. Und weil es so eine hohe Pflanzendiversität hat und so ein starkes Wachstum, hat es natürlich auch viele pflanzenfressende Tiere. Und so schließt sich auch der Kreislauf der Ökologie. Und dann noch ein Blick in die Val Cluza, das erste Tal, das zum Schweizerischen Nationalpark dazugekommen ist, bereits 1909. Und da in dem Wald drin steht die Hütte, die wir ganz am Anfang in dem Bild gesehen haben, wo die Leute 1913 vorne dran gestanden sind. Also die sind da hinten gelaufen, den Weg darauf bis zu dieser Hütte. Und haben dort quasi die Initialzündung gegeben für die Gründung des Schweizerischen Nationalparks. Sonst ist das Tal absolut wild, also außer dem Weg und dieser Hütte gibt es da praktisch keine Spuren von menschlicher Existenz. Jetzt kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu den Tieren. Das ist das Bild, das bei mir neben dem Vorwort steht im Buch. Und ja, ich denke, da können Sie sich vielleicht vorstellen, ich bin direkt an der Grenze zum Nationalpark, knapp außerhalb, hinter einem Stein. Und ich habe beim Abschauen gesehen, dass unten ein Hirsch ist, der so langsam weidend draufkommt. Und dann denkt, ja gut, jetzt verstecke ich mich mal und warte ab, was passiert. Und irgendwann ist dann das schaukelnde Geweih zum Vorschein gekommen. Und dann war für mich als Fotograf die grosse Herausforderung, wenn drücke ich jetzt ab? Weil früher mit den Spiegelreflexkameras, wenn man abgedrückt hat, hat es Klick gemacht und das gehören die Hirsche und dann sind sie weg. Heute ist das zum Glück mit der modernsten Kamera nicht mehr so ein Problem. Ich habe dann gefunden, ich drücke ab, bevor er den Kopf raushebt. Und darum ist das jetzt so ein bisschen ein kopfloser Hirsch, aber für mich ein sehr faszinierender Moment gewesen, können zu beobachten, wie das Tier da hinter dieser Krete führen kommt, nachher den Kopf lupft und mich mit grossen Augen anschaut. Und ja, das ist halt ein besonderer Moment, wenn einem so einen 160 Kilo schweren Hirsch dann wirklich in die Augen schaut. Vor allem, wenn man dann so nah drauf ist. Sehr beeindruckend und ja, da braucht es ein bisschen Nerven, um einfach ganz ruhig zu bleiben und auslösen, aber sich sonst nichts anmerken lassen und einfach während Stunden versteckt irgendwo an einem Ort zu warten und Geduld zu haben. Tierfotografie ist wirklich nur möglich, wenn man sehr, sehr viel Geduld kann haben. Vielleicht noch eine andere Tiergeschichte. Ja, vielleicht auf den ersten Blick sieht man nicht unbedingt, dass es mit Tieren zu tun hat. Das ist ein Alpenkratzdistel. Sieht ziemlich stachelig aus. Er heisst auf Latinisch Circium spinosissimum, also übersetzt äußerst stachelige Kratzdistel.
Und ja, also ich würde jetzt die nicht unbedingt essen, oder? Also nicht einmal anlangen. Aber es gibt andere, die machen das mit Hochgenuss, nämlich Steinböck. Sie sehen da, wie so ein Blatt von so einer Kratzdistel dem Steinbock aus dem Maul hängt. Und ich habe sehr viel mal beobachtet, vor allem im August, dass ganze Herden von Steinböcken zu den Orten gehen, wo die Kratzdisteln wachsen. Und dann ganz säuferlich die Pflanzen packend, langsam wegziehen und dann sorgfältig käuen tun. Also da muss es irgendetwas drin haben, wo absolut spektakulär ist für die Tiere, absolut lebensnotwendig. Aber es hat noch niemand so richtig herausgefunden, was es ist. Und ja, so hält halt Natur immer wieder Geheimnis für uns bereit. Ein anderer Moment in der Natur, der für mich immer wieder sehr beeindruckend ist, ist Gemsbrunft. Ja, bei dem Gemsbock sieht man, dass der Hormonspiegel etwa oben ist bei den Ohrenspitzen. Der zeigt das Weisse von den Augen. Das ist zum bedrohlicher aussehen, machen sie das extra. Er stellt seine Rückenhaare auf, eben der sogenannte Gamsbart, zum noch grösser wirken, als er ist. Und er ist eine richtige Drohgebärde. Nach dem Motto: Was machst denn du da? Hau ab! Und ja, während dieser Gemsbrunft ist einiges los. Und ich habe einmal das Glück gehabt, so eine Verfolgungsjagd von zwei Gämsen aus nächster Nähe können zu beobachten. Und auch da die Körperhaltung, oder? Bei dem vorderen Gems, der verfolgt wird, sieht man, der hat Angst. Der hat die Ohren abgeknickt und probiert davon zu kommen. Und der da, der dahinter, ist total aggressiv. Er tut jetzt dann gerade den Kopf neigen, um mit seinen Hörnern dem Rivalen da seine Hörner in die Flanken hineinzustoßen. Also die schenken sich gar nichts während dieser Brunftzeit. Und ja, als Fotograf, wenn man dann dort unter einem Stein hockt und irgendwie 2 Stunden in der Kälte gewartet hat, ist man irgendwann dann so steif gefroren, dass man fast nicht mehr abdrücken kann. Aber da ist mir es zum Glück gelungen. Und da gibt es auch die gemütlichen Momente in der Natur, zum Glück. Das ist ein Steinbock, wo gerade am Aufstehen ist. Der hat sich da bequem gemacht an dieser Flanke. Ich habe mich schon häufig gefragt, wie die Steinböcke das machen, dass sie nicht einschlafen und dann die steilen Flanken runterrugeln. Aber offenbar gibt es auch da einen Mechanismus von der Natur, wo das vermeiden tut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Murmeltier, wo offenbar geschickt genug ist, um da oben auf dem Baumstamm so liegen zu bleiben, dass es nicht runterfällt. Das Faszinierende da ist, dass die Murmeltiere gelernt haben, dass der Mensch für sie eigentlich ein Schutz ist im Nationalpark. Weil, wenn sie in der Nähe von der Wanderweg sind, dann haben der Fuchs und der Adler Angst, zum herzukommen und sie packen, weil, ja, weil sie Angst haben vor den Menschen. Und auch das zeigt, wie intelligent die Tiere sind und wie sie sich können anpassen an die menschliche Präsenz. Und dann vielleicht nochmal ein tierisches Erlebnis. Der Bartgeier, den habe ich zuerst gehört und erst dann gesehen. Ich bin nämlich am Pflänzli untersuchen und dann habe ich so ein komisches Geräusch gehört. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich den Bartgeier etwa 5 Meter von mir entfernt in der Luft stehen, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Der ist einfach in der Luft gestanden, in der Thermik, und hat mich einfach angeschaut. Also der hat schlicht Interesse gehabt, was ist das da für jemand und was macht euch der? Und ja, das sind so die absolut faszinierenden Momente in einem Fotografenleben. Gut, da hatte ich dann das Problem gehabt, dass der so nah war, dass ich ihn fast nicht mehr fotografieren konnte, weil er nicht mehr im Bereich war, wo man ihn scharf stellen konnte. Zum Glück ist er dann noch das zweite Mal gekommen und dann konnte ich dann die Fotos machen. Und der Vogel ist sehr beeindruckend. Mit einer Spannweite von 3 Metern ist er der grösste Vogel, den wir in den Alpen überhaupt haben. Jetzt vielleicht noch, sonst noch das Wunder von der Natur, das in diesem Buch drin gezeigt wird oder wo ich fotografieren konnte. Das ist eine alte Lerche, die in der Waldrup-Tschun hinsteht, oberhalb vom Rastplatz Valmela. Und vor ein paar Jahren ist dann da der Teil abgebrochen, der jetzt da unten liegt. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, schon sehr schade, jetzt die schöne Lerche, die jetzt schon so viele 100 Jahre dort oben gestanden ist, jetzt ist sie tot. Und siehe da,
Die Lerche ist nicht tot. Sie fährt an, einen neuen Trieb machen, oben ausschlagen. Und das ist für mich so ein Symbol von dem unglaublichen Überlebenswillen, wo wir da draußen in der Natur haben. Ja, das vielleicht noch als letztes Bild. Da die keck reinschauende junge Gems, die sich da zeigt, oben am Murtaröl oberhalb von Zernetz. Und ich habe Ihnen noch den Link da eingeblendet, wo Sie, wenn Sie sich für das Buch interessieren, wo Sie das bestellen können. Also wenn Sie da unter Shop Nationalpark reingehen, dann finden Sie das und können dann ein Stückchen Nationalpark in Ihrer heimischen Stube dann auch geniessen.